Das, wir Das können ist das ja, nicht ich leugne das ja auch ignorieren. nicht, dass wir das nicht verteidigen. Ich leugne das ja auch nicht. Aber das höchste Gebot, was Jesus uns gegeben hat, ist, dass wir uns einander lieben. Ja, das Und finde auch ich auch. die lieben, wo Jesus noch nicht gefunden haben, weil nur durch die Ja. Liebe spüren sie Jesus. Ja, deswegen habe ich auch schon etliche Menschen zum Herrn gebracht. Das ist schön, der Herr freut sich sehr drüber. Ja. Naja, ich wünsche euch aber einen schönen Tag, weil ich wollte Melinda, einfach wenn nur ich da, kurz reinkommen. ja, danke dir Melinda, wenn auch. ich da dazu ganz kurz noch was sagen kann, der Bruder Danny hat hier mit Menschen zu tun, die Milliarden von Kilometern weit weg sind vom Herrn. Und wenn die hier so reden, dann reden sie zu diesen Menschen so. Wenn dann aber so Leute reinkommen und dann diese Leute dann auch noch verteidigen, die wo weit weg sind vom Herrn, nur weil sie vielleicht einmal das Wort Jesus im Mund nehmen, weißt du, dann kann man nicht normal ruhig bleiben. Verstehst du, was ich meine? Dann kommen halt ein bisschen, das ist mal ein bisschen härter. Darin liegt aber Verstehst du die das? Kraft. Wenn du ruhig bleibst, dann zeigst du dem Ja, aber du gegenüber, bist was doch gut. Jesus uns schenkt. Aber du siehst doch, wie ruhig Bruder Reza das spricht mit dem. Und aber wenn einer dann anfängt laut zu werden, muss man ja auch ein bisschen lauter werden, weil sonst hört der übertönt dich ja dann. Dann steckst du dich mit ihm an. Du musst aber in der Liebe bleiben, das meine ich damit. Weil wenn du in der Liebe bleibst, demonstrierst du Jesus. Und Pass das ist auf, das, was die Menschen nicht nochmal, sehen. nur weil man lauter wird, heißt nicht, dass man nicht in Liebe ist. Du weißt, du kannst doch gar nicht in den Menschen reingucken, ob der Moment es in Liebe macht oder nicht. Ihr tut uns, Ja, aber also wie viele, willst du ihn denn Entschuldigung, warte, ich erreichen? formuliere es an. Ihr kommt, viele kommen rein und urteilen und verurteilen uns, weil wir vielleicht manche Sachen ein bisschen ja, harter sagen oder den kritisierenden Bruder Reza, weil er manchmal so kategorisch ist. Aber es geht ja darum, dass die meistens mit Menschen zu tun haben, die wirklich Milliarden von Kilometern weit weg sind von dem Herrn. Ja, aber Und dieser willst du Mensch. dann mit einem Ich habe eine Frage höheren ganz Ton ihm kurz. begegnen oder mit einem Nein, ich liebevollen sage nicht, Ton? nein, pass auf, aber wenn du sprichst, wenn ich jetzt anfange, lauter zu werden, dann wirst du doch auch automatisch lauter, sonst, wenn du dann Bruder? sprichst, wenn du sprichst und du sprichst leise, dann hört man dich ja gar nicht. Kennst Bruder du den Reza? Tischsport? Zwei Münzen können Ja. nur klappern, wenn sie aneinander klappern. Also Danke. ich weiß, Kann was ich ich nur ganz damit kurz was meine. sagen? Warte mal bitte. Kann das sein, Reza, dass die ein Problem haben mit dem Gott im Alten Testament, die Christen? Ja, natürlich. Kann das sein, dass sie sich schämen dafür, so für die Ja, Taten, die passiert sind? natürlich. Ja, klar. Viele Ja. Christen haben ein Problem mit dem Aber was Herrn, macht denn wenn. der Herr Jesus Christus wieder was macht er denn wieder in der Endzeit? Was macht er denn mit den Menschen? Ist es doch der gleiche Gott, was damals Natürlich, mit Noah das ist passiert ist? Jahwe, derselbe Gott des Alten Testaments. Wenn der Herr zurückkommt, dann wird er Der auch. wird die doch alle, der wird die doch alle, er wird sie doch alle hier auf der Ja. Erde richten und im Ja. nächsten Leben richtet er die. Ja, genau. Erstmal hier abschlachten und dann in die Hölle werfen. Also das Ewig lang. bedeutet, also verstehe ich das richtig, dass die Christen sich einen gebastelten Okay. Kuschelgott, Gemeindengott gebastelt Das haben? liegt leider sehr nahe. Ja, das liegt Was ist denn mit dem leider Herrn sehr Jesus, nahe. der gesagt hat, geh hinter mir, Satan, Petrus zu ihm, geh hinter mir, du Ja, Satan? das ist ja nicht liebevoll. Man darf ja nicht so mit Menschen reden. Du Was ist kannst denn nicht zu mit Menschen der, was sagen, ist denn, Satan, wo das ist ja nicht Jesus gesagt liebevoll. hat, Der Herr Petrus Jesus ihn ist ja von der liebevoll. Kreuzigung warte abhalten mal bitte, wollte? Ja, Was ist aber denn? dieses Geh hinter mich, Satan, das darf man doch nicht sagen, das gehört sich doch nicht, oder? Dass man Menschen so beleidigt. Da kannst du uns fahren. Ach. Leute, Leute, Leute. Liebe Melinka, als Frau darfst du sowieso Brüder nicht belehren. Du kannst die Schwestern belehren, wenn du etwas an ihnen siehst, aber nicht hier hochkommen und Brüder belehren. Ja, ich will noch schützen, weil ich will. Dann komm jetzt rein. Ne, das darfst du nicht. Das ist Sünde. Aber weißt du, was ich auch das Gefühl habe, Bruder Reza? Ja. Dass, wenn zum Beispiel Muslime die Menschen, die Christen auf das Alte Testament fragen, wegen dieser Angriffsbefehle und so, viele Christen sagen nicht dazu: Ja, Amen, das war sehr gut, das hat der Herr gut gemacht, das war gerecht und Ja, die vollkommen. versuchen das zu Amen. relativieren. Ja, die versuchen das zu umgehen und zu relativieren, weil die sich dafür schämen. Ja. Ja, das ist ihre Gesinnung leider, ne? Leider ist Ja, das das ihre ist das. Gesinnung. Ja, viele haben sich einen gebastelten Gott gebastelt und könnten sich so, guck, jetzt direkt abgehauen. Und das Hat ist er das nicht geschrieben, Problem. Bruder Danny? Der hat geschrieben in der Gruppe, hat sie geschrieben. Der hat geschrieben,
Liebt einander, schönen Tag euch, hat sie geschrieben. Ben Aber wir Gazi, lieben nein, doch Liebe. einander, wir lieben doch unsere Feinde. Wir lieben Wir lieben immer doch nur unsere Liebe. Feinde. Aber merkt ihr auch, das sind immer die Frauen, die immer mit Emotionen kommen und sagen, Liebe, Liebe. Merkt ihr das? Ja, Bruder, Jetzt ich wisst weiß nicht, ihr was auch, heute los warum der ist. Herr nicht die Führung einer Gemeinde einer Frau gegeben hat. Weil da können sich leicht Wölfe im Schafspelz reindrängen und alles auseinandernehmen. Ja. Weil wir wissen, die Ja. Frau ist sehr emotional. Die Frauen sind emotionale Wesen, lassen sich Genau. sehr leicht verführen. Deswegen Ja. heißt es ja auch in der Schrift, die Frau ist in Übertretung gefallen in Garten Eden. Adam hat nicht gesündigt, sondern die Frau ist in Übertretung gefallen. Deswegen soll sie still sein, weil sie einen Hang dazu hat, durch Emotionen sich verleiten zu lassen. Aber weißt du, was ich auch so traurig finde, dass die Männer verweiblicht worden sind? Die Männer trauen sich ja gar nicht, ihren Mund aufzumachen. Die Ja. Männer, wenn die Frauen sagen, jetzt bist du mal ruhig, die Männer sofort ruhig. Ja, Ja, Schwester, ist darf wahr. ich denn jetzt, warte, Bruder, Schwester, darf ich denn jetzt bitte was sagen? Ja, darfst du jetzt, jetzt rede. Jalla, jalla, rede. So reden die denn. Ja, es ist traurig, ein trauriges Bild. Aber gut, auch wir wissen auch, dass die Schwestern aus der Welt kommen und dass sie Ja. eben emanzipiert worden sind vom Satan. Das ist normal, das hat jede Frau auf dieser Welt mitbekommen. Und je weiter wir fortschreiten in der Endzeit, desto emanzipierter und rebellischer werden die Frauen. Und Ja. wenn da sich eine Schwester bekehrt und von der Welt Abschied nimmt, die ist so rebellisch und so emanzipatorisch, die muss Ja. das erstmal alles unter Kontrolle kriegen und langsam wachsen und das Ganze langsam ablegen. Und die Männer, die eben, wie du schon sagtest, verweichlicht waren in der Welt, wenn sie zum Herrn kommen, müssen sie männlich werden. Bruder, Die siehst du, müssen ich will dir mal dieses. was erzählen. Ja. Wir damals in unserer Truppe, ich kenne das ja auch so in der Welt, da waren immer die Frauen, die haben immer so die Männer so provoziert, so getreten und so auf denen, so, ne? Und du weißt ja selber, manchmal trifft man ja auch den Falschen. Du weißt ja, ne? Und da hat Ja. der einen die Frau so schon hart getreten und ich dachte mir, was macht er da mit ihr? Und die Frau hat auf einmal, das war für die so ein Reiz auf Oh. einmal. Die hat auf einmal einen Reiz bekommen. Die hat auf einmal, die hat sich in diesen Typen verliebt, der sie Ja, getreten hat. ja. Das muss es immer Ja, das geben. ist halt, ja, das ist leider auch in den Frauen drin. Und das ist seit dem Sündenfall aus dem Garten Eden, dass sie sich halt zum Bösen hingezogen fühlen. Ne? Die Eva fühlte sich ja halt zu der Schlange hingezogen und hat sich verführen lassen durch das Böse. Und seitdem ist das programmiert in die Frauen, dass sie sich eben in das Böse des Mannes eben verlieben. Ne? Leider Gottes ist das so. Ja, leider. Aber das müssen sie auch überwinden. Ne? Ja. Das ist der Fluch, der über die Frauen lastet halt. Ne? 1. Mose 3, da sagt der Herr, weil du das getan hast zu der Frau, wirst du Verlangen haben nach deinem Mann, also du wirst dich verlieben in deinen Mann, aber er wird über dich herrschen. Also nicht die Liebe erwidern, sondern knallhart über dich herrschen. Ja. Das bedeutet, dass die Frau sich eben zu einem Mann hingezogen fühlt, der über sie herrscht und sie nicht liebt. Ja. Das ist Evas Erbe, das in jede Frau programmiert ist auf der Welt. Hier Der schreibt Fluch. jemand, Leser, ich dachte, du hättest wie Paulus allein zu sein. Ja, ich wollte ja auch alleine sein. Mein Geist will immer noch alleine sein, nur mein Körper konnte das nicht, also sexuell gesehen. Ja, ich habe alles dran gesetzt. Ich habe alles dran gesetzt, das zu überwinden, aber da habe ich gemerkt, jemand anders hat was anderes zu sagen. Und da habe ich gesagt, okay, nee, dann ist das doch nichts für mich. Dann ist es doch nichts für mich. Aber versucht habe ich. Ich wollte, der Geist in mir wollte alleine sein. Man Ja. hat auch was ein Baby gemacht, also das war das richtig gemacht. Ja, Vermehrt sich, wenn du ist schon, alles richtig. ne? Wenn, dann muss man sich vermehren. Richtig, dann korrekt, komplett durch. Ja. Aber ich wollte alleine sein. Aber was ich auch so krass finde, ist, dass die Bruder Reza, das ist auch immer noch unvorstellbar, dass Christen das vor den Augen bekommen. Und das kann er auch bestätigen. Und die Christen sagen, ey, das ist nicht wahr, wie du schon sagst, wie du schon vorhin gesagt hast, ich sehe nur das, was ich sehe, und das daran glaube ich auch, aber das ist eine Lüge. Das ist eine eiskalte Lüge. Ja. Du kannst denen jetzt ein Film zeigen über diese Snuff-Filme und die würden sagen, ja, es ist halt, ne? Ja. CGI, CGI. Genau wie dieser Evangelist TV,
Bruder, du musst dir mal vorstellen, der Evangelist TV, der verteidigt von morgens bis abends Satanisten. Der ist Christ und verteidigt die Satanisten. Also der ist von der Brudergemeinde zur orthodoxischen Kirche gegangen Der ist und wurde gefeiert. abgefallen. Der ist Ja, abgefallen. ist total abgefallen. Weißt du auch, warum sein Abfall gekommen ist? Weil er die ganze Zeit meine Arbeit kritisiert hat. Ist dir das nicht Ja. aufgefallen, wie er Ja, mich so ja, ins ja, ja. Lächerliche? Ja. Der hat mich von morgens bis abends kritisiert, über mich geredet. Der hat sogar Videos gemacht und hat gesagt, ihr wurdet alle verarscht. Der Danny ist ein eingeweihter Satanist. Das musst du dir mal geben. Und jetzt ist er in der katholisch-orthodoxischen Kirche. Ja, da ist abgefahren. Der Herr hat dann über ihn zugeschlossen. Ne? Ja. Wenn jemand so eine Gesinnung hat und anfängt, gegen die Brüder zu kämpfen, Ja. dann wird der Herr auch über die zuschließen. So einfach ist das. Ja. Ja, und auch genau wie der Trinity TV, der die ganze Zeit von morgens bis abends die ganze Zeit uns bekämpft, Videos gegen uns macht, nur weil er die Trinität erklärt. Nur weil er die Trinität erklärt. Denken die jetzt alle, das ist der Master auf Germany, der hier auf TikTok ist und die Trinitätslehre erklärt. Das ist unfassbar. Ja, die Lehre von Trinität ist sein Gott. Ne? Das ist sein Gott, nicht der Herr Jesus. Der will nur so intelligente Trinitätslehren vertreten. Überall auf der Welt, wo er was findet, ne, dann sammelt er das und dann weiterhin Trinität. Trinity. Das ist sein ganzes Leben, Trinität. Nichts anderes. Ja, hier schreibt einer, lad mich hoch, ihr habt Angst. Ey, holt dir erstmal 1000 Followers und dann können Ja, wir aber weiterreden, ich ja? muss kurz, ich bin im Hintergrund, aber ich bin dabei. Da hat doch jemand hier geschrieben, die Frau deines Bruders zu nehmen. Also, wenn du nichts Gescheites weißt, dann darfst du auch nicht darüber reden. Dann darfst du ihn nicht verleumden. Das war hier der Sancho Pancho, ich weiß nicht, wie der hieß, Sancho, glaube ich. Ja. Dann darfst du einfach nicht da über solche Sachen verleumden in der Öffentlichkeit. Der Herr Jesus wird dich auch dafür schön züchtigen. Ich vergebe dir das, aber wenn du nichts weißt, dann kannst du mich privat anschreiben und dann kann ich das erklären, aber nicht öffentlich einfach so einen Müll von dir geben. Wer hat was Wenn du geschrieben? gar keine Ahnung hast von diesen Sachen. Wer hat denn was geschrieben? Ja, dass ich die Frau meines Bruders genommen hätte. Das Problem ist, dass viel Müll erzählt wird und viele hinterfragen das gar nicht. Viele prüfen das auch gar nicht. Ja. Ich habe immer gehört, immer warte, Leute, ich mache euch mal ein Beispiel. Ich habe gehört. Von wem habt ihr gehört? Ja, ich habe von denen das gehört. Und ich habe von denen das gehört. Aber ich habe gehört. Ich habe gehört, dass das und das passiert ist. Hey, ich habe gehört. Ich habe gehört, das und das passiert. Das muss man sich mal vorstellen, wie krank das eigentlich ist. Bruder. Bruder, bist du da? Meinst du nicht wieder? Ich bin da, Ich Bruder. habe gehört, das über dich und so. Ich habe gehört, wer das erzählt? Ja. Das haben Brüder erzählt und die haben auch gehört und diese Brüder haben das auch gehört, aber ich habe gehört. Ja. Reza Ja, sagt ich immer, wollte ich bin ja, danke, ich auserwählt. wollte wie Apostel Paulus alleine bleiben. Ich bin auch auserwählt, genau wie jeder Wiedergeborene auserwählt ist, du nicht, weil du nicht wiedergeboren bist. Du verstehst auch nicht, dass das Auserwähltsein mit Wiedergeburt einhergeht. Deswegen kannst du diese Sachen nicht verstehen im Geist, weil du nicht. Den Heiligen Geist hast, Sancho Pancho. Ne? Ich sage ja auch nicht, ich habe ja auch gehört, dass deine Mutter zum Beispiel anschaffen geht, aber ich würde sowas nie in der Öffentlichkeit sagen, nur weil ich das gehört habe. Verstehst du, lieber Sancho? Wenn ich das wissen würde, würde ich dich dann privat anschreiben und sagen: Hör mal, was ist da los? Verstehst du, Sancho? Das würde ich doch nie in der Öffentlichkeit sagen, nur weil ich das gehört habe, dass deine Mutter sowas macht. Niemals würde ich das in der Öffentlichkeit sagen. Ich habe es gehört und deswegen behalte ich das von mir. Also für mich. Oder ich frage dich dann. Ich kann doch nicht einfach auf etwas hören und das einfach weitergeben. Auch wenn die Leute das sagen über deine Mutter, aber das ist. Verstehst du? So, ich hoffe, jetzt ist die Sache geklärt. Ja, kann man nichts machen, ne? Ist halt leider so.
Die Leute sind verblendet und das wissen wir auch. Du kannst nicht raus und reingehen, Bruder. Ich sehe dich nicht mehr vernünftig. Dennis immer noch auf der Suche nach dem Bösen. Immer, wie jeden Tag, oder Bruder Danny? Wir Ja. jagen das Böse und verbreiten das Wort Gottes. Aber ich komme auch heute nicht mehr live, Leute. Also das ist jetzt. Heute, das war jetzt mein letzter Livestream, Leute. Dann vielleicht mal schauen, vielleicht komme ich ja übermorgen wieder. Vielleicht morgen. Was habe ich? Well, Danny, Ja. es wird dir auch gut tun, einen Tag Pause zu machen. Ja, wir haben ja auch eine große Reichweite bekommen und ja, also wenn jetzt noch ein Satanist hier reinkommt, dann wäre es ja in Ordnung. Aber irgendwie, ich sehe heute ist das Fischbecken komplett leer, irgendwie komplett leer gesaugt, da ist nichts mehr. Der Mr. Kitan war ja vorhin drin. Ja, aber außer Haus geht er nicht gerne hoch, Bruder, weißt du? Außer Haus spielen ist schwieriger. Ja. Wie beim Haus, da hat man seine eigenen Regeln, dann kann man entscheiden, wer hochkommt. Ja. Ja. Deswegen, also. Aber es ist schon ein Erfolg, es ist schon Erfolg. Guck mal, wir haben schon hier eine große Reichweite von über 150 Zuschauern. Und wir klären ja auch auf und zeigen das den Leuten. Ja, ich finde, die manche Guckt euch mal das Bild missverstehen. hier an von Ofo. Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch mal die Maske da oben an. Guckt euch mal das an. Wunderbar. Aber ich glaube, manche missverstehen deine Intention, Bruder Danny. Die. Ja, aber guck mal das Gesicht von UFO an. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja jetzt schon. Guck dir mal die Zunge an. Das ist das wahre Wesen von diesen Menschen. Guck dir mal an, wie der Tomato da lächelt, wie er glücklich ist über diese über hässlichen Fratzen. Guck, wie glücklich er Das ist. ist. Ja, die freuen sich, ne? Das Die ist freuen halt. sich. Da fühlen sie sich wohl bei so hässlichen Fratzen, weißt Ja. Guck mal, und sie hat gestern auch gesprochen wie eine Löwin, weißt du? Was Aber ich guck mal, meine. was da für eine Kamera in der. Guck mal hier auch. Warte. Die Truppe ist so schlimm und böse. Ja, auf jeden Fall. Hast du gestern richtig gemerkt im Stream, wie böse die waren, hey? Der Typ gestern war heftig, hey. Ich möchte nur kurz was sagen. Wenn er das mit Danny macht, dann ruft mich. Ich will auch ein Stück haben von ihm. Jedenfalls, Bruder. Einfach so. Wie wenn er gesagt hätte, ich will ein Stück Rittersport-Schokolade. Weißt du, was ich meine, Bruder? Ja, es ist Und echt die Leute unten heftig, haben ne? gelacht und die Leute unten lachen, wie als ob er gesagt hätte, ja, ich will auch ein Stück von dem Kuchen haben, weißt du so. Ja. Unfassbar. Leute, ihr könnt mir ja bitte alle auf meinen neuen Account folgen. Das wäre auch super Unterstützung, Leute. Mega Monster-Unterstützung. Lasst den Bruder Danny doch in Ruhe. Leute. Ihr könnt mir hier unterstützen. Leute, das ist, ich habe jetzt hier genau drei Videos. Das ist mein neuer Account. Der ist auch schon parat. Hier, teilt das bitte, Leute. Da werden brutale Videos hochgeladen. Und glaubt es mir, Leute, es lohnt sich. Bitte alle teilen. Ihr könnt einfach nur das hier schreiben. Dennis JK8. Ich glaube, der Fall geht ja schon, Bruder Danny. Leute, bitte alle folgen, Leute. Bitte screenshotet das. Dass ich dann heute noch, so Gott will, ja, die 300 voll bekomme, Leute. Bitte unterstützt mich auch. Und ich habe hier gerade mal drei Videos. Und ich werde sehr, sehr heftige Videos hochladen. Sehr heftige Sachen, sehr viele Themen besprechen da. So. Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich so nächste Woche. So, Gott will, dann vielleicht die 500 erreicht habe, dass dann auch, ja, viele das sehen, viele aufwachen.
Ich werde immer wieder aufklären, ich werde immer wieder aufklären und immer wieder aufklären und immer wieder aufklären. Oder? Das habe ich schon. Oh, Wahnsinn, ich danke Ja, heute. das geht jetzt schnell, Elf Bruder. Followers habe ich dazu bekommen. Das geht Elf jetzt schnell, Followers. Bruder. Danke, 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 Leute. Das geht nicht schnell, Bruder. Wenn du jetzt aber zu der anderen Gruppe gehören würdest, dann würden dir alle folgen, weißt du, alle. Dann Aber sagen was wir ich noch so, ich bin sagen das wollte, Opfer. Leute, wir haben auch zu wenig über den Herrn geredet. Wir werden auch demnächst dann mehr über den Herrn auch reden, Leute, dass wir auch das Evangelium hier verkündigen und dass wir auch predigen. Das wird auch sein. Ich werde auch mehrere Streams dann machen über, also unterschiedliche Themen, zum Beispiel über ja, Gottheit, zum Beispiel über die Gottheit des Herrn Jesus Christus, ganz normal Bibel lesen, predigen, wo auch Brüder reinkommen können, Der über die private Zeugnis haben Wiedergeburt. wir auch gesagt, oder Bruder? Dass wir Ja, Zeugnisse warte. hier haben wir Ja, gesagt zum gehabt. Beispiel, wenn ihr wollt, das werde ich auch machen. Morgen könnt ihr reinkommen und euer Zeugnis erzählen, wie ihr wollt, dass ihr denn erzählt, wie seid ihr zu den Herrn Jesus gekommen. Und das ist auch sehr gut für die Außenstehenden, dass sie das hören. Gottes Segen denn. Gottes Segen. Alles für den Fame. Alles für den Fame, sagt er. Was, für was Amen. Fame? Guck mal, alles für den Fame. Wir verkündigen das Wort Gottes. Er sagt alles für den Fame. Das musst du dir mal geben. Das Es geht hier ist um die Wahrheit. Es geht hier um Seelenretten. Leute, entscheidet mit euch für den so Herrn von Jesus Neid Christus. zerfressen, das kannst du dir nicht vorstellen. Wie bitte? Die sind so von Neid zerfressen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du weißt nicht, wie neidisch die Leute sind alle. Und das sollen ja wiedergeborene Geschwister sein, im Herrn, mit dem Heiligen Geist, die Liebe haben für die Geschwister. Ja. Und ich kannte mal so einen Haufen, so einen Evangelisten, möchte gerne Evangelisten, den habe ich in Düsseldorf gesehen, am Rhein. Da hat er so Ja. Kinder hochgehoben und hat dann noch geschrien: Jesus Christus, Jesus Christus. Da hab ich, damals war ich noch neu im Glauben. Ich habe gedacht, jeder, der so Jesus verkündet, ist ein Bruder. Und Ja. ist auch wahrhaftig. Da bin ich zu ihm hingegangen, voller Freude, dass ich mal endlich mal so einen Bruder sehe, der das Ja. Evangelium verkündet. Und ich bin zu ihm hingegangen und habe dann so voller Freude zu ihm gesagt: Wahnsinn, wie du das Wort verkündest, sowas gibt es ja gar nicht. Das ist ja unglaublich, ich freue mich für dich. Wie heißt du, Bruder? Und er so: Was interessiert dich denn, wie ich heiße? Ich war so geschockt. Ich war so geschockt. Was interessiert dich denn das? Sorry, wenn ich lache, Bruder. Echt sorry. Und dann, Aber ja das gut, ist wahr, klar, sowas das passiert. ist ja Müll, das ist ein kompletter Müll auf zwei Beinen. Das ist ja, hat ja mit dem Bruder, Wiedergeburt oder mit dem Heiligen Geist oder mit dem Bruder nichts. Das ist ja kompletter Müll auf zwei Beinen. Und das Schlimme ist kein ja Witz. auch, dass er aus Essen kommt. Das heißt, er schämt sich, das Evangelium in seiner Stadt zu verkünden. Da kommt er extra mit seinem Prollo 3er BMW nach Düsseldorf, um da sozusagen das Evangelium verkünden, weil ihn da niemand kennt. Das sind unsere Geschwister im Herrn, die wir haben, die Wahrhaftigen, die das Evangelium verkünden. Reza, ich Müll war ja auf auf der zwei Straße. Beinen. Abfall auf zwei Beinen. Bruder Reza, ich muss einmal was dazu sagen. Ich war ja auf der Straße und dann kamen die Leute aus vom Werde Licht, so ganz neue Leute, die ich noch nie gesehen habe, ne? Hey! Wir kennen dich davon, warte ganz kurz. Wir kennen dich davon, machst du Tür zu? Ich mach. Und das Heftige war ja noch bei diesem Typen, dieser Evangelist war ja noch ein paar Mal da, also möchte gerne Evangelist. Also so ein kaputter Psychopath. Dann haben andere Geschwister ihn mal gesehen, wie er das Evangelium verkündet und sind auch zu ihm hingegangen, voller Freude und haben so den so ganz normal begrüßt. Und da hat die auch noch so angemacht von der Seite. So hat man, was wollt ihr denn von mir? Baby. Und dann haben diese Geschwister mir das so erzählt später. Meinte, kennst du den, diesen einen Evangelisten?
der so diese Sachen hochhält und dann über den Herrn Jesus redet. Ich so, wer ist der Evangelist? Ja, wir sind einfach zu ihm hingegangen, voller Freude, ne, wollten ihn begrüßen und hat uns dann so voll angemacht von der Seite. Und ich so, ja, ach so, ja, den Müllhaufen, ja, den kenne ich, ja, den habe ich schon, mit dem habe ich schon. Warte, ich muss dir das erzählen, da gibt es auch einen. Ein Riesenabfalleimer auf zwei Beinen. Warte, Bruder. In die Hölle kommen, demnächst. Bruder, ja. Was ist das denn? Da gibt es auch einen, pass auf. Der hat ein Schild, der steht acht Stunden lang in der, so, acht Stunden lang steht er so in der Straße, ne, Hauptstraße hier, Alster, ne, und ich bin auch so hin zu ihnen hingegangen und ich meinte so, der Herr Jesus ist doch Gott, oder? Geh weiter! Hey, ja, das war so heftig. Evangelisten, die wir haben. Ey, das war so heftig, Bruder. Selbst der hat so ein Schild gehabt, 8 Stunden lang. Muss dir vorstellen, ich bin morgens zur Arbeit, also muss dir vorstellen, zur Arbeit, dann siehst du den da. Ey, der Jesus ist doch Gott, ne? Geh weiter, sag ich. Ich dachte, was ist das für ein Christ? Ja. Kannst du dir vorstellen, wie kaputt die alle sind? Weißt du, überkloppte Leute in der Laudition. Ja, aber die denken, guck mal. Die Leute, die auf der Straße sind, die denken so, oh, guck mal, das, du musst dir vorstellen, die denken ja wirklich, das sind die tollsten Christen, aber das sind die, guck mal, ich muss dir das erzählen, ich war, werdet Licht, ich bin ja rausgegangen und dann sah ich so, werdet Licht. Die haben gebrüllt und haben gesagt, ich bin entschieden, weißt du? Und kommen die auf einmal zu mir und sagen, ey, du bist doch dieser TikToker. Und dann haben die anderen Geschwister, die mich damals, also die anderen von denen, die mich kannten, haben die so zu sich geholt und dann haben die so auf denen gezeigt und dann haben die mich alle böse angeguckt. Alle. Die haben sich alle umgedreht und haben alle mich in einen bösen Blick angeguckt. Und der andere, der neben mir stand, ne, den sie da auch evangelisieren wollten, der hat gesagt, guckt dir mal diese Hinter-Punkt-Punkt-Punkt mal Christen an, wie die alle gerade über dich reden. Das sollen Christen sein. Das sollen Christen sein. Guck dir das mal an. Und dann hat er gesagt, ey, komm doch mal her und sag ihnen das doch mal ins Gesicht. Keiner hat sich das getraut. Die haben alle so geflüstert und auf mich gezeigt. Wie krank ist das? Das sind alles so hinterhältige Typen. Das sind alles hinterhältige Leute. Ja, alles hinterhältige Typen. Vor allen Dingen, wenn solche Tiffany kaputt ist doch jetzt auch bei Tiffany ist doch jetzt mit Dasha. Was nochmal, was ist mit Dasha? Tiffany, die bei uns in der Gruppe war, die ist jetzt mit Dasha da. Ja, die gehören auch zusammen. Nein, aber zurück zu diesen psychopathischen Evangelisten auf der Straße, die so Pappschilder hochhalten. Stell dir mal vor, jemand geht zu denen hin und will wirklich wissen, was über den Herrn. Und dann auf einmal diese Psychopathen. Dann denkt er, das ist das, also was das Christentum mit einem macht. Das Christentum macht einen wahnsinnig. Ja. Die sind alle bekloppt wie Christen. Das ist ja der Feind, der den Glauben ja zerstören will durch solche Haufen. Ja. Dass die Leute denken, oh Gott, diese Christen sind ja alle Wahnsinnige. Ja, das ist unfassbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die psychisch gestört sind. Ja, es ist einfach nur das traurig, wie sie das den Glauben in den Dreck ziehen. Bruder, sie ziehen den Glauben total in den Dreck. Total in den Dreck. Da habe ich noch einen Evangelisten kennengelernt, auch auf der Königsallee Düsseldorf. Ja. Der hat dann immer so gesagt, Jesus, Jesus. So hat ja, du lachst. Hat er mir dann so ein Ding in der Hand gedrückt. So ein Zettel, so ein Blättchen mit so irgendwas da drauf. Ich habe das noch nicht mal angeguckt. Ja. Bruder, nimm das, der Jesus. Wie jetzt? Wie hat er denn gemacht? Super. Wie? Ja, der hat so, wie ich das gesagt habe, so ist noch schlimmer. Ich mache einen Remix, ein verbesserter Remix aus seinem Song, aber sein Originalsong war noch schlimmer als das. Jesus. Ja, der Satan macht den Herrn Jesus kaputt vor den Augen der Leute. Und die Leute haben alle ihn angeguckt und die waren alle angewidert. Ne? Ja. Die haben sich so kaputt gelacht über ihn.
Also nicht, weil er jetzt wirklich wahrhaftig das Evangelium verkündet, ja, im Heiligen Geist. Ernsthaft? Ja? Nüchtern? Nein. Bruder Reza, bei uns gibt es einen Evangelisten, ne? Pass mal auf, der hat so eine Glatze, ne? Pass auf, der ist heftiger als alles, was du je gesehen hast. Der hat 12 Jahre Kickboxen gemacht, so pass auf. Der predigt und die stehen dann so neben ihn und dann machen die ihn so an. Und dann hat er so die Bibel zur Seite genommen und hat erstmal Dinger rein bei den Gaumen. Das ist so krank. Bruder, die Polizei musste wegen ihm kommen. Die Leute lachen ihn aus. Pass mal auf, die Leute nehmen ihn auf. Und er geht so, hey, mach dein Handy weg. Willst du eine Bombe haben? Willst du einen Kopfschuss bekommen? Reza, willst du eine Kopfnuss kriegen? Eine Bibel in Hand. Ja, das sind unsere besten Evangelisten, die wir haben. Ja. Ey, stell mal vor, du siehst da jemanden predigen und er sagt zu den einen, wenn du nicht dein Handy wegnimmst, ich hau dir eine Kopfnuss rein. Das ist doch nicht normal. Wo ist denn die Backe hinhalten? Ja. Der Typ springt dir mit beide Beinen ins Gesicht, wenn du den da beleidigst. Das hat er schon bei Muslimen gemacht. Der hat mit beide Beinen mit Achtung in dein Gesicht mit beide Beinen in dein Gesicht gesprungen, wo die Polizei ihn verhaftet. Ja. Ja. Ja, traurig. 2 Minuten. Ich weiß nicht, ob man da lachen oder weinen sollte über diesen Zustand. Ja. Das ist der Zustand auf den Straßen. Dann schaut man sich den Zustand in den Gemeinden an. Ja. Dann leugnen sie die Gottheit des Herrn Jesus in sogenannten bibeltreuen Gemeinden, stecken in die Erde und wissen gar nicht, was Wiedergeburt bedeutet. Sind in Traditionschristentum behaftet, gefangen. Also der Zustand sieht richtig, richtig übel aus, der Zustand der jetzigen sogenannten Christenheit. Aber warte mal, das ist ja noch gar nichts. Wie würdest du es denn finden, wenn du diesen Prediger, du musst mal sehen, wie der predigt, der hat so die Bibel in der Hand und dann so rutscht aus der Nase, kommt raus. So nicht mehr so leid. Es tut mir so leid, ne? Aber du musst dir mal vorstellen, Bruder Reza, ja. Du musst dir mal vorstellen, die Muslime gehen immer zu ihm hin und der legt sich da immer so, die legen sich immer wieder mit ihm an. Und der schlägt dann auch richtig zu, ne? Also der prügelt sich da richtig hart und dann predigt er weiter. Das kommt mir vor, wenn du gerade über so einen Catcher sprechen würdest bei WWE, weißt du so, wenn die so. Ja, aber so ein Catcher mit der Bibel in der Hand, der da reinkommt und kämpft gegen anderen Catcher, weißt du so. Ja. Yeah. Bruder Reza, ich beende den Stream, ja? Alles klar, Gottes Segen dem Herrn Jesus anbefehlen. Weil so Gott will, vielleicht komme ich heute Abend nochmal live, gehe irgendwo live, aber sonst wünsche ich erstmal Gottes Segen, ich beende den Stream und ja. Und wenn ich auch Gottes Segen, Bruder Reza, ich habe eine Frage. Ist jetzt eigentlich David Ortega eingeweiht, Reza? Kannst du was dazu sagen einmal? Ja, also so wie er sich benimmt, diese ständige dämonische Besessenheit, auch sein Geist ist total durcheinander. Das heißt, er hatte eine Falling Down, Mental Breakdown gehabt und meiner Meinung nach hat sein Bewusstseinskontrollprogramm versagt. Ja. Deswegen setzt der Satan ihn hier auf TikTok ein, damit er halt in dieser Nische die Leute fängt. Ja. Ja, meiner Meinung nach ja, absolut. Na gut, Bruder Reza. Dann danke, dass ihr drin wart. Ich beende den Stream. Ja, Gottes Segen euch allen, ihr Lieben. Gottes Segen euch allen. Ciao. Ciao. Ciao.